Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Euphorie für Frag den Staat teilen wir als Grüne durchaus. Aber ansonsten kann ich mich durchaus auch den Bemerkungen sowohl meiner Vorrednerin als auch meines Vorredners in weiten Teilen anschließen. Ich glaube, man kann aus dem Beratungsprozess, den wir hier in diesem Hause hatten, mitnehmen, dass wir uns fraktionsübergreifend einig sind, dass das Projekt Frag den Staat ein gutes Projekt ist, dass dieses Projekt hier im Haus und auch durch die Landesregierung nicht in Frage gestellt wird, dass es eine sinnvolle Ergänzung zu dem Informationsangebot, das es an anderer Stelle auch über Informationsfreiheit gibt. Das ist auch völlig klar und das wird hier auch von niemandem bestritten. Es gibt ein breites Informationsangebot, weil das ja auch jetzt im Gegenstand des Änderungsantrags ist, über das Recht der Informationsfreiheit auf den Seiten der LDI insbesondere. Es gibt dann auch zivilgesellschaftliche Initiativen, wie eben Frag den Staat, die auch über dieses Recht informieren. Frag den Staat unterstützt es denn ja auch noch sehr aktiv. Das ist ein Engagement, das wir sehr gut finden, das wir sehr begrüßen. Und ich fand es auch wirklich einen sehr interessanten Dialog, den wir mit dem Vertreter von Frag den Staat und der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit im Ausschuss führen konnten. Es ist gerade von Frau Korte rechtlich eingeordnet worden, die Einlassung der Landesregierung zum Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht 2015 stehen in keiner Weise gegen das Projekt. Frag den Staat, auch das Informationsfreiheitsgesetz schließt an keiner Stelle aus, dass es Anfragen von oder über Frag den Staat geben kann. Insofern ist die rechtliche Einordnung an dieser Stelle, glaube ich, klar. Ich finde es, und das ist tatsächlich auch ein Erfolg aus der Beratung möglicherweise, die wir hier hatten, dass es gut ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass der Beschäftigtendatenschutz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung an dieser Stelle noch mal klarer geregelt ist. Ich begrüße das sehr, dass es aber bei Frag den Staat auch vorher ja schon ein Thema war. Das ist keine Fragestellung, die vom Himmel gefallen ist, sondern eine Frage, die, das hat der Vertreter von Frag den Staat ja bei uns im Ausschuss sehr gut dargelegt, eben auch schon seit geraumer Zeit bei diesem Projekt eine Rolle spielt und auch einen wichtigen Faktor einnimmt, damit man eben private Daten schützt und öffentliche Daten nutzen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sagte es vorhin, es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich über das Recht auf Informationsfreiheit zu informieren. Das unterstützen wir von der Landesebene an den Stellen, wo es sinnvoll ist. Es unterstützen wir, glaube ich, auch dadurch, dass das IFG eines, wenn man sich den Vergleich anschaut, eines der für Bürgerinnen und Bürger am ehesten lesbaren und am bürgerfreundlichsten ausgestalteten Gesetze aus dem Bestand des Landesrechts ist. Da können Betroffene sehr gut ihre Rechte daraus ableiten. Das finde ich an der Stelle auch eine Bemerkung wert. Nichtsdestotrotz, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist, glaube ich, ein ganzes Portfolio von Gründen, die nicht unbedingt dafür sprechen, dass es diesen Antrag, so wie er heute vorliegt, noch braucht. Dass man retrospektiv aber durchaus sagen kann, wir hatten dazu einen sehr guten und sehr interessanten und durchaus für einige mit Sicherheit auch Neues bringenden Beratungsprozess. Das würde ich ohne weiteres zugestehen und dann können wir diesen Antrag mit dieser zustimmenden Botschaft an das Projekt Frag den Staat und diese Begründung durchaus ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank.